Wir haben uns entschlossen, weiterzureisen. Es ist jetzt zwar tagsüber wunderschön, wir haben immer noch so 23 Grad, aber weiter Richtung Bari und dann noch Gallipoli, da wurde uns gesagt, Freunde sind vorausgereist, die mit denen wir Spaghetti gegessen hatten. Da sind sogar nachts 20 Grad und tagsüber 25, 26. Und da wollen wir hin. Vor uns fährt ein Dreirad. Oh, wie süß. Es gab mal so eine Werbung, weiß ich nicht mehr, wie das hieß, so ein Pizzalieferant, der fuhr mit so einem Ding rum, das war rot. Also der Konkurrent von Mr. Bean, ne? Ist der nicht auch immer mit so einem Ding unterwegs gewesen? Weiß ich nicht genau. Cool. An der Kiste jetzt irgendwie vorbeikommen, nicht, dass witzig wir noch 100 Kilometer hinterher fahren müssen. Hier hinten der Kopf von dem Typen durchguckt. Ja. Das ist so lustig. So, Speedo. Ciao, Bello. Aua. La Mare. Wieder die blöde Leitplanke. Mann. So, wir tanken jetzt noch mal. Das heißt, Joachim tankt. Und ich habe die Gelegenheit in der Zeit, jetzt endlich mal einen richtig schönen Blick auf das Meer zu zeigen. Guckt euch das an, ist das nicht herrlich? Das ist mit bloßem Auge viel schöner als mit der Kamera, viel, viel schöner. Es liegen kleine Fischerboote liegen draußen. Hier wird in jedem Ort praktisch wird an der Küste direkt morgens fangfrischer Fisch. So bis von 8 bis 12 verkaufen die ihre Fänge. Das ist einfach klasse, das ist echt toll. Hier wird praktisch alles bargeldlos abgewickelt, auch das Tanken schon. Preise jetzt 1,23, glaube ich, ne? Ja, 1,23. 1,23,9 für Diesel. Wird nur mit Kartenzahlung gemacht, Sparpersonal natürlich. Ja, das ist sicher auch alles Opfer von Corona, ne? Ja, denn, vielleicht. Wenn ich mal darüber schwenke, wenn ihr mal seht, Moment. Tankstellen. Die Räume, die Verkaufsräume. Daran sieht man, da waren mal Verkaufsräume. Das ist alles leer, da ist gar nichts mehr. Das sind bestimmt alles Corona-Opfer, mit Sicherheit. Gehen wir wieder zurück zu Joachim. So. Ja, also man nimmt die Visa-Karte oder Kreditkarte oder was weiß ich, entsperrt die und dann kann man bis zu 100 Euro tanken. Das wird dann automatisch von der abgebucht. Hier, guck mal, guckt euch mal diesen blöden Hahn an, der kleckert wie sonst was. Ich habe mich schon gewundert beim Aussteigen, weil der ganze Fußboden hier, das sieht man nicht durch die Kamera, ist schwarz kontaminiert irgendwie. Es ist total. Also tropft der immer dieser Wasser. Der Wasserhahn tropft Quatsch. Immer. Dieser Benzinhahn. Ist egal, Tank ist wieder voll. Kann weitergehen. Nach 150 Kilometern, wir sind ganz gut vorangekommen hier an der Küstenstraße. Eine kleine Pause mit Due Café Americano. Und Latte. Kostenpunkt 1 Euro das Stück. Und schmeckt. Und schmeckt. So, erstmal grobe Richtung Bari. Nehmen Sie die Ausfahrt. Das Pflaster ist nicht ganz so wie bei uns, aber dafür gibt es hier weniger Baustellen. Hat auch einen Vorteil. Eigentlich fast gar keine. So, gib Gummi. Gleich vorbei an dieser Maschine. Jawohl. Achtung, Risikogebiet in Coronata.
Oh, schon wieder so eine Knatterkiste da vorne. Guck ihn dir an. Pass auf, wo ist rüber, ne? Eine gute Entscheidung, die Küstenstraße zu nehmen nach Bari. Wir können fast immer mit Höchstgeschwindigkeit hier fahren, also ganz wunderbar. Und haben die Maut trotzdem gespart. Und vor allen Dingen ist die Strecke hier auch abwechslungsreicher. Links ist immer die Adria zu sehen. Und hier ganz toller Bewuchs, ganz tolle Häuser rechts und links zu sehen. Also es ist wirklich nicht langweilig. Und unheimlich viele Kakteen. Ja, auf den Kakteen sitzen die typischen Kaktusfeigen. Also würde ich am liebsten anhalten, mir eine pflücken, aber das ist ja nicht möglich. Aber echt klasse. Vielleicht kann Joachim irgendwann mal eine aufnehmen. Echt klasse. Wollen wir mal gucken. So mannshohe Kakteen. Total genial. Ein paar Regentropfen. Bisher war es die ganze Strecke trocken. Eben ist abgekühlt. Eben zeigt er noch 21 Grad, jetzt nur noch 20 Grad. Vorhin hatten wir 23. Tank ist auch schon wieder fast halb leer gefahren. Und die Klimaanlage läuft ein bisschen mit. Also angenehmes Fahrwetter hier. Bari und St. Spirito. Etwas für die Alkoholiker unter uns. Kleine Pause und hier ist der Preisvergleich. Bei Selbstbedienung kostet Diesel 1,23. Und mit Bedienung 1,38,9. Kleiner Unterschied. Wir werden das heute durchziehen. Wir haben noch 200 Kilometer vor uns. Wir wollen da ganz in den Süden nach Gallipoli, genau dahin. Da sind nämlich unsere Freunde vom Zeltplatz, Franca Villa de Almare. Die sind da hingefahren und haben uns berichtet, dort ist herrliches Wetter, ein toller Campingplatz. Und wir fahren jetzt die 500 Kilometer hinterher und die haben uns schon Platz reserviert. Wir werden mal gucken, wie das da sein wird. Jetzt haben wir den ersten Stau hier, 50 Kilometer vom Ziel. Unglaublich, aber ich hoffe mal, es bewegt sich was. Wir werden gleich mal sehen, was die Ursache ist. Wir sind doch durchgefahren und schlafen nicht eine Nacht in Bari. Das habe ich schon erzählt. Ah ja, Wir sind noch 10 Kilometer auf dieser Autobahn und dann den Rest werden wir sehen. Ja. Und jetzt auf den letzten 10 Kilometer müssen wir natürlich Stau haben, aber da scheint keine Baustelle zu sein, sondern irgendwas passiert. Na gut, wir melden uns. Guckt euch das mal an, die stehen hier, wie sie wollen. Das wäre in Deutschland nicht möglich. Da würde es sofort eine Rettungsgasse geben. Ich weiß nicht, wie hier irgendwer durchkommen sollte. Es geht weiter. Es bewegt sich was. Aber da sieht man immer noch Blaulicht. Wir müssen, glaube ich, links rüber. Es geht weiter. Langsam geht es dran vorbei auf beiden Spuren. Hier ist auch noch ein Zubringer. So, ich werde mal versuchen, ob ich was aufgenommen kriege für euch. Ja, da ist ein Unfall passiert. Hier schwenkt die Fahne, dass man vorbeifahren kann.
euch das bloß mal an, wir sind fast da. Es kommt jetzt schlecht rüber. Gallipoli! Da hinten, La Mare. La Mare. Oh, ist das schön. Oh, das wackelt so beim Fahren. Das ist doof. Der hellblaue Streifen, da hinten ist das Meer. Wenn die Brücke noch Gallipoli hält hier, dann haben wir gewonnen. Ja, die Brücke hält bestimmt. Ah, sah ein bisschen wackelig aus. Guckt euch das an, da hin. Jawoll. Ich mache das wackeln. Ja, wir sind jetzt angekommen hier in Gallipoli. Bestes Wetter. Ein steiniger Strand. Leider nicht sehr für Hunde geeignet, aber unser Campingplatz ist schön. Da ist die Unterführung vom Strand direkt zum Campingplatz. Da kommt man fast genau da raus, wo wir stehen. Nachts ist das abgeschlossen hier, der Durchgang. So, das ist hier der Aufgang. Da ist ein Kätzchen auf dem Weg. Die sind hier überall. Die haben ihre Camper, die sie versorgen. Er freut sich, weil er doch mit Katzen aufhört. Ja, aber die Katze freut sich nicht. Nee, komm, Max, komm. Das wollen wir lieber nicht riskieren, ne? Das sind Kämpfer hier, die Katzen. Und da haben wir uns schon mal häuslich eingerichtet. Das haben wir heute gemacht. Die letzte Nacht haben wir in einem Pinienwäldchen da hinten verbracht. Aber das erschien uns zu dunkel. Wir sind jetzt hier auf der Wiese, haben volle Sonne. Wir wollen schließlich in dieser Jahreszeit die Sonne haben. Und hier sind wir gelandet. La Masseria, Gallipoli, Italy. So, ein Problem haben wir noch. Und das wollen wir jetzt lösen. Zusammen mit einer lieben Nachbarin, Petra. Die stelle ich euch nachher noch vor, wenn die gewillt ist, auf Video zu kommen. Wir haben nämlich das Problem im Ausland, dass die nicht unsere Gasflaschen haben hier. Das sind die grauen Gasflaschen. Das sind normalerweise Eigentumsflaschen. Und da haben sie die kleinen nicht. Da gibt es einmal die großen und dann die kleinen. Und dann gibt es noch die roten. Die Leihflaschen, die wir hier haben. Und auch die kriegt man in Italien nicht. Da, diese roten. Ach, voll jetzt, der Schatten von mir drauf, lass mich mal auf die andere Seite. Ja, und jetzt wird das hier in Italien aber so gemacht, viel besser eigentlich als in Deutschland. Man kann die befüllen lassen, einfach, weiß nicht. In Deutschland werden die immer 1:1 getauscht, so kenne ich das immer. Jetzt sind wir bei der Gasfüllstation. Petra hat einen Adapter mit. Und der wird raufgeschraubt auf unsere üblichen Flaschen. Und dann wird hier nach Kilo abgefüllt, das Gas. Und hier seht ihr einen Transporter, einen Gastransporter in Italien. So fahren die dann los. Ich würde mal sagen, das ist wie eine Bombe auf vier Rädern. Ganz tolle Sache. Aber rauchen darf man hier nicht. Più grande come Bombola Italiana. Und hier sind die Preise 10 Kilo Gas 14,40. Das ist wirklich ein guter Preis.
Das sind unsere Toiletten und Waschräume hier. Nur mal ein Blick von außen. Eine Reihe Spülen. Vorne sind die Duschen. Hinten die Toiletten. Hier unter Bäumen ist Platz für die nicht ganz so sonnenhungrigen Menschen. Wir stehen allerdings da hinten am Ende auf einer neu angebauten Wiese und haben den ganzen Tag über Sonne. Hier ist der Kinderanimationsplatz. Guckt euch diese schrecklichen Kreise an, damit die Kinder Abstand voneinander halten. Können hier also wohl höchstens so 11 Kinder oder so teilnehmen. Aber im Moment ist sowieso hier nichts los. Das ist die Rezeption und Einfahrt von La Mazzeria. Drüben die Bar. Ah ja, das sieht Petra wieder. Völlig unerwartet. Hab ich gar nicht wiedererkannt und ermelden. Ciao. Ja, und hier auf dieser Seite. Wer war das? Petra. Ach, gar nicht erkannt. Nee, ich auch nicht. So, und hier ist Max. Der Poolbereich. So. Nur die Nutzung von Sonnenliegen und Duschen ist gestattet. Kein Eintritt ins Wasser. Danke. Weil sie in der Saison keinen Bademeister mehr Nebensaison keinen Bademeister mehr haben. Wie bescheuert, ne? Ja. Nur weil hier kein Bademeister ist, darf keiner baden. Ja. Mensch, du, was für eine Kacke. Und darauf habe ich mich am meisten gefreut. Ja, das ist doch mal eine Poolanlage hier. Alles da in La Masseria. Auch hier vor der Einfahrt muss man diesen Kreisverkehr passieren. Mal gucken. Sogar ein eigenes Fußballstadion ist hier. Gallipoli, die Insel. Ja. Die Neustadt von Gallipoli. Das findet man ja nicht mal in Deutschland. Die deutsche Fahne weht. Wo ist der Fahrradfahrer von hier? Ja. Leider ist das hier ein Stein- und das ist ein felsiger Strand. Also Strand kann man es ja nicht nennen. Felsige Kante, zwar mit ein paar Lücken, aber so richtig den Sandstrand, damit Max schwimmen kann. Den müssen wir noch finden, beziehungsweise da, wo die Camper reingehen. Aber in der Hauptsaison darf er da nicht. In der Nebensaison auch nur, wenn da keine Leute sind. Das heißt dann nur abends, später abends. Aber das können wir nicht machen, weil der Hund kann nicht die ganze Nacht feucht rumliegen. Da kriegt er nachher eine Erkältung. Seht ihr da hinten, der Abschnitt. Sind auch schon Leute. Da geht es leicht rein. Also, naja. Mal sehen, wir werden was finden. Die Küste ist lang und wie ich von hier sehe, ist auch noch woanders Sandstrand. Das sieht man, wenn ich mal so hinschwenke. Wir werden was finden und wenn wir einmal am Tag mit dem Auto dahin fahren, ist das auch in Ordnung, damit unser Maxi mittags schwimmen kann. Das Wasser hier aus, glasklar.
bisschen windig ist es. Aber ansonsten angenehm und sonnig. Und hier seht ihr unsere Meinung und die Meinung vieler. Mark Twain war der gleichen Meinung. Und Peter auch. Auf dem kleinen Wohnmobil von unserem Freund Peter. Hallo Peter. Ja, du. Unser Campingplatz liegt auf einem ehemaligen Weingut. Ein riesiges Weingut seit 1489 im Familienbesitz. Da eine Weinpresse. Dahinter ein paar Rebstöcke und hier ein riesiger leerer Platz. Das ist das Gebäude zur Weinverkostung. Und dahinter vermutlich das Privatanwesen der Besitzer. Auf jeden Fall ist hier auch am Montag. Montag ist heute, genau. Am Montag nichts weiter los. Hier, das ist ein großer Parkplatz, wo normalerweise Busse kommen. Mhm. Ausflügler, die werden zur Weinverkostung kommen. Genau. Und, ist dir was aufgefallen? Na? Die blauen Schilder da hinten. Da hinten läuft die Autobahn. Ja. Witzig, ne? Ja, das ist ja keine Autobahn. Das ist ja, Autostrada da. Ja. Grünes Autobahn in Italien. Ja, ja, genau. Wir machen, aber da kommen wir auf der anderen Seite raus, ne? Alles sehr interessante Anlagen hier. Wo ist alles Olivenbäume hier? Hast du das erwähnt? Ja. Die Olivenbaumallee. Hinten steht noch so ein Bauwerk, was aussieht wie ein Bunker. Aber Oliven, die schmecken nicht so vom Baum, auch nicht, wenn sie richtig schwarz sind. Die müssen irgendwie erst eingelegt werden. Vielleicht werden die sogar irgendwie gegart oder was, ich weiß es nicht. Weiß das auch nicht. Komm jetzt. Meine Güte. Was ist los? Ich verkratze mir immer die Beine mit seinem Stock. Guckt euch das an, was für ein Himmel. Und das Mitte Oktober. Bald schon Ende Oktober. 16.30 Uhr. Ja. Und noch 24 Grad.